Nach dem Bund-Länder-Treffen am 24. Januar beriet sich am 25. Januar die Landesregierung in Schwerin über die aktuelle Corona-Lage. Im Anschluss an die Kabinettssitzung traten Gesundheitsministerin Stefanie Drese und Kulturministerin Bettina Martin vor die Presse. Gesundheitsministerin Stefanie Drese informierte über die aktuelle Corona-Lage. Die aktuelle Inzidenz liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 824,4, der höchste Wert, der jemals in MV herrschte. Das entspricht orange auf der Corona-Ampel. Stefanie Drese informierte über Änderungen der Corona-Maßnahmen. Die Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen bleiben im Großen und Ganzen unverändert, da die Omikron-Welle uns weiter zur Vorsicht mahnt. Wir unterstützen damit auch die Ergebnisse der gestrigen Bund-Länder-Runde. In der Gastronomie wird es in Umsetzung des MPK-Beschlusses ab Stufe Gelb 2G+ gelten. Das heißt, in Orange und Rot bleibt es bei 2G+, aber überall dort, wo gastronomische Angebote möglich sind, auch im Theater oder in Sporthallen, sind diese unter 2G+-Bedingungen möglich. Kulturministerin Bettina Martin informierte über eine dauerhafte Öffnung der Kultureinrichtungen in ganz Mecklenburg-Vorpommern, auch wenn die Corona-Ampel landesweit auf Rot steht. Sie werden ab sofort, wir haben das beschlossen, wenn die Landes-Corona-Verordnung umgesetzt ist, werden Sie geöffnet sein, auch in der Stufe Rot, unter sehr strengen Möglichkeiten, unter sehr strengen Hygienevoraussetzungen werden wir es ermöglichen, den Kulturbetrieb aufrechtzuerhalten. Eine erste Hoffnung für Kultureinrichtungen und für Kulturschaffende in ganz MV.